ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Mann mit den längsten Haaren der Welt ist tot. Kadir Edulas Haare waren 3 Meter und 18 cm lang. Der 79-jährige Edula befand sich gerade auf einer Kaufhausrolltreppe, als er plötzlich und völlig unerwartet einem Krebsleiden erlag. Ja, so was gibt es. Pech gehabt, wa? Ey, Opa, hast mal 50 Euro? Ich will mal ein paar heiße Höschen kaufen. Was? Was willst du dir kaufen? Heiße Höschen? Ja, das ist der letzte Schrei, ey. So richtig heiße Höschen? Na, sag ich doch, Mann, aber ich brauch 50 Euro, nur reich rüber. Na, hör mal zu, Kind. Ich geb da 100, da kaufst du 2 Paar. Denn die Oma, die hat auch immer so einen kalten Arsch. Polizei. Hallo. Meine Frau ist hier vor der Kneipe umgekippt, ganz unglücklich auf dem Bürgersteig geklatscht. Ich brauche also unbedingt ärztliche Hilfe. Können Sie hier einen Krankenwagen herschicken, um meine Frau abzuholen? Ja, wo sind Sie denn genau? Wir sind hier in der Großziethener Chaussee 65. Buchstabieren Sie das bitte. Wissen Sie was, gleich da vorne ist die Bäckerstraße. Ich schleife meine Frau dahin und dann kann der Krankenwagen sie da abholen. Wie alt sind Sie? 50! Und er ist 21! Wann Sie 70 sind, wird's dann aber problematisch, oder? Das kommt ganz drauf an, ob er gut ist in Windeln wechseln. Deswegen wollen wir das schon jetzt so üben, dass das im Ernstfall denn auch klappt, weil sonst ist das ja alles scheiße, wa? Stopf dir deine Gummibärchen in den Hintern, dann zähl bis 100 und dann ruf deine Mami, du Armleuchter! Hey, Sie! Können Sie Deutsch? Deutsch? Ich? Nee, kann ich keins. Wieso? Na, weil die Frau wie will und was, ich verstehe sie nicht. Wissen Sie, mein Auto stehen geblieben, das ist jetzt große Scheiße, ich brauche eine Reparaturwerkstatt. Was sagen Sie da? Ich verstehe kein Wort. Vor etwa 40 Jahren, nee, etwa gestern. Mein Spiel ist kaputt gegangen. Jetzt blühen mir 7 Jahre Pech. Aber mein Anwalt sagt, er kann es auf 3 Jahre runterkriegen. Mir können Sie das alle ruhig anvertrauen, weil ich bin ja die Ärztin, ne? Und hier unser Krankenpfleger, der hilft ja auch aus. Domina Corpulenta mit üppigen Proportionen und Fachwissen in Erotikunde. Was ist denn das, Erotikunde? Also, oh. Das heißt, dass die sich auskennt. Ah ja, die kennt sich aus. Ja. Denken Sie bloß nicht, dass ich hingeflogen wäre. Das ist nämlich Zeit für mein Mittagsschläfchen. Wir bauen eine Falle. Das wird das Beste sein. Und die... Und ist der drin, dann lassen wir ihn nie wieder raus. Der Kalle sitzt in der Falle. Wie eine arme Maus. I speak a little bit of English. Can you speak English? English? No, I don't know any English. You? No, a few words maybe, but that'll never do. Not fluently. Meine Freundin fragt mich heute Morgen, na, hast du gut geschlafen? Ich sag, nee, ich hab ein paar Fehler gemacht. Hau bloß ab, du Sau, du Miststück! Ich hau ganz alleine ab, du Mondkuh! Das kommt ganz drauf an, ob er gut ist in Windeln wechseln. Deswegen wollen wir das schon jetzt so üben, dass das im Ernstfall denn auch klappt. Weil sonst ist das ja alles scheiße, wa? Es wird doch... Guck mal hier! Sonne-Angebot! Was? Eine halbe Stunde austobe mit Ringelpiez und anfasse. Alles drum und dran, 100 Euro. Wenn da alles inklusiv ist, da wird die doch auch Windele wechseln. Windele wechseln, das ist gut. Das ist sofort. Wenn das dabei ist, dann ist das ein gutes Angebot. Vorige Woche habe ich... Nee, Moment. Das war jemand anders. Der Mann mit den längsten Haaren der Welt ist tot. Kadir Edulas Haare waren 3 Meter und 18 Zentimeter lang.
Der 79-jährige Edula befand sich gerade auf einer Kaufhausrolltreppe, als er plötzlich und völlig unerwartet einem Krebsleiden erlag. Also Gummibärchen kommen für uns nicht in Frage, aber eventuell Lakritzstangen. Und die sind ja jetzt im Angebot bei Bolle. Die können sich also alle kaufen und den Arsch schieben. Als ich zuerst in mein Haus eingezogen bin, war ein Schalter an der Wand, der keine Funktion hatte. Egal wie ich hoch und runter geschaltet habe, nichts ist passiert. Nach 4 Monaten kam ein Brief von einer Frau in Argentinien, die meinte, ich soll aufhören mit dem Scheiß. Aber irgendwie sieht ihr doch aus wie ein Mickey-Maus-Heftchen, wa? Ja, klar. Na gut, also die Titelseite lässt sich nicht mehr dran rütteln. Na gut, können wir nicht machen. Also denn, bis bald. Tschüsschen. Das ist aber klebrig.